Wir haben rund 10.000 Mitarbeiter. Das geht von der Spitzenmedizin im Krankenhaus oder von der Akutmedizin im Krankenhaus bis zur wohnortnahen Betreuung durch den Hausarzt bzw. durch den Hauskrankenpflegedienst und somit eine Betreuung um 360 Grad. Also der Sanitätsbetrieb ist für die gesamte gesundheitliche oder sprich ärztliche Versorgung der Südtiroler Bevölkerung im Lande zuständig. L'azienda sanitaria è un'azienda che investe nei giovani, un'azienda che ti permette di crescere professionalmente, che ti dà gli strumenti per crescere, per ampliare le conoscenze, le proprie competenze, un'azienda che valorizza le professionalità e permette a chi lo vuole di raggiungere posizioni apicali. Wenn ich mich fortbilden will, dann kann ich das. Ich muss es sogar. Das heißt, ich habe dort Möglichkeiten, die sich woanders nicht bieten. Und wenn jetzt dann eben noch Forschung, Innovation und Lehre dazukommen, dann gibt es auch da nochmals zusätzliche Möglichkeiten. Das heißt, Forschung, Innovation und Lehre sollen Teil der Routine werden, Teil unserer alltäglichen Tätigkeit. L'azienda sanitaria dell'Alto Adige è un'azienda diciamo, sempre orientata verso il paziente, è un'azienda attenta alle esigenze dei propri collaboratori e con un occhio verso diciamo, le nuove tecnologie e le innovazioni organizzative. Der Beruf ist nicht leicht, aber sehr abwechslungsreich. Man sieht viel, man lernt auch viel. Jeden Tag während der Arbeit. Buonasera, schönen Abend an alle, danke fürs Kommen. È un grandissimo piacere vedere così tanti studenti delle professioni sanitarie. Grazie di cuore per esservi presi il tempo oggi per stare con noi durante il pomeriggio e spero anche un pochino durante la serata, dove abbiamo organizzato un aperitivo con musica e un sacco di banchetti informativi in vista del vostro futuro ingresso nel mondo del lavoro. Ringrazio anche la dirigenza dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige e gli esponenti dell'assessorato alla salute. E, due parole sulla mia persona. Sono Silvia Manzini e dirigo l'ufficio reclutamento ed engagement del personale dell'azienda sanitaria. Voglio ringraziare la direzione aziendale per aver investito in una ripartizione per lo sviluppo del personale e nell'ufficio che io ho l'onore e il piacere di dirigere. Ma bando alle ciance, iniziamo la serata. Con piacere vi presento il mio collega, dottor Christoph Zösch, che ci accompagnerà durante questa serata. Danke Silvia. Einen schönen guten Abend auch meinerseits. Unser Gruß gilt natürlich in erster Linie den Studierenden der Gesundheitsberufe, den Exponentinnen, Exponenten unseres Betriebes, des Südtiroler Sanitätsbetriebes, den Vertreterinnen der Landesämter, die Berufskammern haben sich auch hinten hier schon positioniert und wir haben die große Ehre, Sie alle durch diese Veranstaltung zu begleiten und zu führen. Danke, Christoph. Iniziamo subito invitando sul palco il direttore del Dipartimento Salute della Provincia Autonoma di Bolzano, Günther Burgo. Bitte, Günther. Danke Silvia, danke Christoph. Jetzt die Vorstellung, wer alles anwesend ist, hier werdet ihr dann übernehmen, hoffe ich, weil das kann ich nicht so gut. Der Titel gefällt mir heute. Und wenn man den vielleicht nochmal einblenden kann. Investment for the Future, der Titel, die erste Seite, genau. Ein schönes Lächeln. Ihr seid die Investition für die Zukunft. Voi siete investimento per il futuro. Non è solamente uno slogan.
perché la nostra popolazione sta diventando sempre più anziana. Abbiamo meno bambini, abbiamo sempre più supporto per gli anziani. Voi avete scelto una professione che non riguarda in primo al profitto, come magari qualche giovane fa, o anche no, ma ritengo che voi avete scelto una professione che vada al prossimo, vuole curare il prossimo, vuole stargli accanto. E di questo in futuro avremo sempre più bisogno, ne abbiamo bisogno già adesso. Proprio la vostra professione, non solamente in Alto Adige, in Italia, in Europa manca, ma in tutto il mondo. E quindi voi siete veramente un investimento per il futuro. E quello che mi piace di voi, per esempio questo sorriso, ma soprattutto che mi piace, è che vi occupate del prossimo. Avete scelto questa professione per occuparvi del prossimo. E anche il Covid l'ha dimostrato ampiamente quanto c'è bisogno delle vostre professioni, infermieristiche, ma tutte le professioni sanitarie, oltre ovviamente i medici, per accompagnare nelle case di riposo, ma anche a casa, negli ospedali, nelle nostre case che vogliamo fare tramite il PNR, case della salute. Investiamo tanto in infrastrutture, wir investieren viel Geld in Infrastrukturen und Mauern, aber wir brauchen noch viel, viel mehr Investitionen in Personal. Und hier steht ihr im Mittelpunkt. Und heute seid ihr diejenigen, die von uns, vor allem von unserem Sanitätsbetrieb, umworben werden. Und wir hoffen, dass ihr die Tür, die euch weit aufgeschlagen wird, auch beschreitet und in Zukunft für unser Land, für unseren Sanitätsbetrieb oder auch im privaten Bereich hier für unsere Leute, für unsere Patienten arbeiten werdet. Wir versuchen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, vom Studium. Kennt Claudiana, unsere Universitätsinstitution. Wir werden das nächste Jahr 2024/2025 auch mit einem Medizinstudium beginnen. Wir haben versucht, für die Studenten das Taschengeld zu erhöhen von 6 auf 15 Euro pro Stunde. Wir sind dabei, mit den Gewerkschaften auszuverhandeln, ob man auch einen Ausbildungsvertrag realisieren kann, ob man die Studiengebühren übernehmen kann. Wir sind dabei, heute, ich komme gerade von einer Sitzung mit den Gewerkschaften für das nichtärztliche Personal, eine Aufwertung zu erreichen für euren Beruf, wenn ihr im Sanitätsbetrieb arbeitet. Wir werden die nächste Woche einen Beschluss in die Landesregierung bringen, wo wir den Auftrag schon vor ein paar Monaten bekommen haben, die Arbeitszeiten zu flexibilisieren, den Anspruch, der an euch gestellt wird, etwas herabzusetzen. Also ihr seht, wir versuchen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, gemeinsam mit dem Sanitätsbetrieb, damit ihr wirklich gut, Wohlbefinden arbeiten könnt. Aber ihr seid es, in die wir investieren müssen. Ihr seid es, die wir brauchen. Deswegen komme ich nochmal zurück. Ihr seid sicherlich die Investition für die Zukunft. Und was ich nochmal unterstreichen möchte, ich bewundere euch, weil ihr euch einen Beruf gewählt habt mit einem Ideal, wo ihr euch um den Nächsten kümmert. Deswegen nochmal Dankeschön, dass ihr so zahlreich hier seid und wünsche euch noch einen schönen Abend hier mit uns, mit den verantwortlichen Sanitätsbetrieben. Dankeschön. Vielen Dank, Dr. Burger, für Ihre treffenden Worte und dafür, dass Sie uns immer wieder beehren bei diesen Veranstaltungen. Ich habe jetzt die große Ehre, unseren Generaldirektor ganz herzlich nochmal offiziell zu begrüßen und um seine Grußworte zu bitten. Vielen Dank, Dr. Zarzer. Danke dir, Christopher Russo, und danke, Silvia. Einen wunderschönen guten Abend, un cordiale benvenuto. Cosa di meglio si può vedere in una serata come questa, che è una sala piena di giovani, promettenti, futuri medici, dottori delle professioni sanitarie che, speriamo noi, lavoreranno da noi, ci aiuteranno in questa grande missione di assistere i nostri pazienti, che è la prima missione nostra.
Dankeschön, wie schon meine Vorredner gesagt haben, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Abbiamo creato questo format qua per dimostrarvi che siamo qui per noi. Siamo qui per voi, siamo qui per dimostrare quello che ha detto Günther Purger per quanto riguarda le condizioni collaterali che la provincia sta definendo. Siamo qui per dimostrarvi che noi siamo un datore di lavoro che è conscio delle nuove sfide che ci sono, delle aspettative delle giovani leve che siete voi e soprattutto conscio del fatto che oggi ci vuole di più che solo una professione ben stipendiata e con certe chance di carriera. Ci vuole di più, pensiamo noi, perché ci vuole la possibilità di girare a livello internazionale, di fare esperienze internazionali, ci vuole anche la possibilità di fare ricerca, di investire nel proprio curriculum e di non sentirsi a Bolzano estromesso dal mondo scientifico, dalle grandi reti universitarie e quant'altro. Große Worte, große Versprechungen, es sind nicht Versprechungen, das kann ich euch versichern. Wir arbeiten an diesen Konzepten und ich glaube, Ihnen allen heute auch durch die vielen Kollegen, die vielen Verantwortlichen, die hier sind, beweisen zu können, dass wir an dieser Umsetzung arbeiten. Ich habe gestern bei der Eröffnung der Claudiana die Chance gehabt, zu vielen neu immatrikulierten Claudiana-Studenten zu sprechen. Und ich habe gesagt, ich möchte euch in dreifacher Weise gratulieren, allen Claudiana-Studenten. Ich glaube, die meisten hier sind Claudiana-Studenten. Hände hoch, wer ist Claudiana-Student? Oh, da habe ich ja einen Schwarzer getroffen. Danke. Also ich habe gesagt, dreimal möchte ich gratulieren. Zum Ersten, weil Sie einen Beruf gewählt haben, der zu den schönsten Berufen zählt, die es geben kann. Die verschiedenen Berufe in den Gesundheitsbereichen. Warum? Ich habe manchmal die Freude und die Ehre, dass Patienten mir schreiben, als Generaldoktor sagen, ich habe in euren Krankenhäusern Linderung meiner Schmerzen erfahren, ich habe Heilung erfahren, es geht mir wieder gut, ich bin wieder zurück ins Leben, ich habe wieder die Möglichkeit, voll am Leben zu partizipieren und das dank euren Ärzten, dank euren Pflegern, dank euren Technikern in den verschiedenen Bereichen, die mir geholfen haben. Und ich kann mir nur vorstellen, geschätzte Studentinnen und Akkadianer, was es heißt, wenn ich das selber erleben kann, wie ich einem Menschen helfen kann, wie ich einem Menschen, der krank ist, der verzweifelt ist, der wirklich nicht mehr weiß, wie es weitergehen kann, wieder zu einer neuen Lebenschance verhelfen kann. Deswegen glaube ich, ihr habt mit den schönsten Beruf, den es gibt. Zum Zweiten möchte ich euch auch gratulieren, weil ihr die Claudiana gewählt habt. Die Claudiana ist nicht eine einfache Schule, Universität. So che l'asticella è alta in Claudiana e qualcuno si è anche lamentato in passato, ma so anche, e questo ogni tanto quasi mi spiace, che chi finisce la Claudiana è richiestissimo sul mondo del lavoro. E vi faranno la corte in tanti, non solo noi, ma anche noi, questo ve lo prometto. E allora questo ovviamente è una bella aspettativa, no? Perché 3 anni passano così velocemente, 3 anni di studio sono belli, perché io ho vissuto 7 anni da studente perché non sono stato così veloce come voi, e devo dire che gli anni di studio sono sempre belli e passano velocemente, per cui godetevi anche. E il terzo punto, perché dico questa piccola provincia qui ha una particolarità per cui molti ci invidiano. E non parlo adesso della qualità di vita, ma parlo della possibilità qua di vivere due mondi che si incontrano qui in Alto Adige. La cultura, io dico sempre che noi siamo abituati a guardare sia a nord che a sud per la nostra cultura, per la nostra tradizione, per la nostra vocazione di essere cerniera tra il mondo tedesco e il mondo italiano. E questo lo vediamo e lo vediamo spesso anche nel mondo della medicina. Si incontrano due modi di pensare, due culture, modelli scientifici, anche per certi versi molto diversi. E questo, credetemi, è un valore aggiunto che potete toccare con mano qui. E io vi dico, capisco che molti di voi dicono, ma io voglio anche vedere fuori dall'Alto Adige come funziona il mondo. Assolutamente sì. E vi assicuro anche che, anche lavorando da noi, questa possibilità c'è. Provare per credere, dico io, 3 anni passano velocemente, bussate alla nostra porta, vi dimostreremo che quello che vi ho promesso non sono vane parole. Ich hoffe, ihr kommt heute auf eure Rechnung und habt hier eine gute, informatives Treffen mit unseren Verantwortlichen auf allen Ebenen. Die Verwaltung, die Pflegedirektorin ist hier, die oberste Riege der Pflegeführungskräfte aus den 4 Bezirken ist hier, unsere Verantwortlichen der Personalverwaltung, unsere Top-Moderatoren, die wir fast aus Hollywood eingeflogen haben, sind hier. Günther Purger und ich glaube auch noch einige andere der Provinz sind hier. Sie haben jeden, den Sie fragen wollen, heute hier. Natürlich auch den Direktor Claudiana, den ich herzlich grüßen darf. Danke, den Präsidenten habe ich noch nicht gesehen, aber auch ihn möchte ich schon grüßen. Und wie gesagt, wir sind für euch da. Nutzt es und schönen Abend. Dankeschön. Vielen Dank.
Danke, Herr Generaldirektor, für deinen werten Beitrag. Und passiamo all'esponente, direi, più importante della serata di oggi, che è la nostra Marianne Silla, direttrice tecnico-assistenziale dell'azienda sanitaria. Chi Marianne? Jetzt etwas schwer, der Moderatorin ein falsches Wort nachzuweisen, denn ich denke, es bin nicht ich, die wichtigste Frau hier, sondern Sie, die Sie hier heute so zahlreich zu uns gefunden haben, sind die wichtigsten Frauen und Männer heute hier. Ich stehe deshalb ganz einfach die Etikette um. Das heißt, ich grüße jetzt nicht also die Vertreterinnen der Provinz, sondern ich grüße Sie als Studierende, als im Moment noch Studenten, aber das wird, glaube ich, wenige Zeit in Anspruch nehmen, dass sie in die Arbeitswelt katapultiert werden. Und es ist uns ein riesengroßes Anliegen, sie in die Arbeitswelt des Südtiroler Sanitätsbetriebes katapultiert zu wissen. Liebe Studentinnen, liebe Studierenden, der Claudiana ist mir eine große Freude, auch falls uns jemand aus den anderen Universitäten, die wir angeschrieben haben, Verona und Innsbruck, hierher gefunden haben, Sie alle heute hier begrüßen zu dürfen. Es ist das erste Mal seit, ich glaube, 4, wenn nicht sogar 5 Jahren, dass wir es geschafft haben, alle Studiengänge der Claudiana hier zu vereinen. Das heißt, wir mussten dieses Mal nicht mehr trennen zwischen Pflege und Hebammen und den restlichen Gesundheitsberufen, sondern wir haben heute hier Prävention, Pflege, Hebammen, sanitätstechnische Berufe und Rehabilitationsberufe. Und das ist uns schon eine sehr, sehr große Freude, Sie hier begrüßen zu dürfen. Do il benvenuto ovviamente anche al direttore generale, al direttore di dipartimento, a tutti i rappresentanti dell'assessorato che comunque ci danno un grossissimo aiuto nel riconoscimento dei titoli che comunque qualcheduno di voi ha bisogno e dove insomma diamo ben volentieri una mano. Saluto anche gli ordini professionali che ci hanno raggiunto e non per ultimis saluto tutti i miei colleghi dirigenti e staff dei 4 comprensori che sono venuti qui oggi a darvi il benvenuto. A darvi un benvenuto che, insomma, oramai stiamo davanti a un cambiamento di paradigma. Non siete più voi che dovete candidarvi, ma siamo noi aziende, noi datori di lavoro che ci candidiamo. Vorremmo svegliare il vostro interesse per la nostra azienda che, come ha detto il direttore generale, copre dalla prevenzione alla diagnosi, alla cura, all'assistenza, alla riabilitazione e anche alla palliazione, non solo in ospedale ma anche a livello territoriale, quindi anche nei 20 distretti nei quali offriamo assistenza ai nostri cittadini. 530.000 abitanti conta la nostra provincia e questi abitanti hanno un diritto costituzionalmente garantito che è quello della tutela della salute. E in questa tutela, che insomma garantirla è sfida, però anche gioia in contemporaneamente, e per affrontarla abbiamo bisogno di rinforzi. Questi rinforzi auguriamo tantissimo di riceverli con voi. Siamo qui oggi come vostri datori, futuri datori di lavoro, als zukünftige Arbeitgeber. Haben wir einiges zu bieten? Was ist nun dieses Einiges? Ich hoffe, Sie finden heute Abend viele Antworten auf die Fragen. Und falls Ihnen noch einige Fragen offen bleiben sollten, scheuen Sie es nicht, uns danach nach dieser Plenarveranstaltung einfach anzusprechen. Wir werden mit Ihnen essen, wir werden mit Ihnen trinken, wir werden mit Ihnen feiern. Und wenn Sie das nicht mögen, stehen wir auch über Telefon, über E-Mail zur Verfügung. Wir möchten Ihnen berichten, welche Einstellungsmöglichkeiten wir Ihnen bieten, was wir an Einsatzplanung, an Dienstplangestaltung für Sie
so im Repertoire haben, damit wir wirklich auf ihre persönlichen Bedürfnisse eingehen können. Auch was Weiterbildungsmöglichkeiten, Karrieremöglichkeiten angeht, was die Sprachförderung angeht und last but not least, weil ich sehe viele Frauen hier, aber die Männer sind ja nicht ausgenommen. Auch was Vereinbarkeit, Familie und Beruf angeht, haben wir einiges zu bieten. Was haben wir noch zu bieten? Wir möchten Ihnen hier nicht nur als Pflegedienstleiter, als Pflegedirektoren, als Direktoren hier dieser Bereiche, egal ob in Verwaltung, Sanitäts- oder Pflegebereich, einiges berichten. Wir möchten auch unsere Mitarbeiterinnen selber zu Wort kommen lassen. Sie werden vier wunderbare Mitarbeiterinnen kennenlernen. Conoscerete rappresentativamente scelti quattro dei nostri collaboratori. Vorremmo dare voce anche a loro che vi racconteranno in direttissima cosa vuol dire lavorare per noi, qual è la loro esperienza personale e anche professionale all'interno della nostra azienda. Qualcosa avete già toccato perché comunque avete fatto i tirocini da noi, quindi non è che siamo totalmente sconosciuti, però quello che ci auguriamo tantissimo e che desidero oggi insieme ai miei colleghi qui è che vi arrivasse la scintilla. La scintilla dell'entusiasmo, dell'orgoglio e anche dello sviluppo professionale e personale con il quale affrontiamo i problemi. I problemi non ci mancano mai, così come non ci mancano mai persone ammalate, così come non ci mancano mai parenti che hanno bisogno di essere accuditi e accompagnati nel, dico adesso, peggior periodo della loro vita. Was Sie außerdem noch als Möglichkeit haben, ist das Top- und Mittelmanagement kennenzulernen. Wie gesagt, gehen Sie mit uns in Austausch. Wir sind heute für Sie da. Das soll keine leere Floskel sein, sondern fragen Sie uns wirklich Löcher in den Bauch. Wir haben große Freude, diese Löcher zu füllen und Ihnen Rede und Antwort zu stehen. Wir suchen Fachkraft und Herzensmenschen, die mit uns die Herausforderungen einer modernen Gesundheitsversorgung angehen. Manchmal wissen auch wir nicht, wo der Weg hingeht. Und genau deshalb suchen wir junge Menschen, die mit viel Kreativität und mit viel Willen und Einsatz diese Herausforderung zusammen mit uns angehen und sich gemeinsam mit uns um das kümmern, was im Leben wohl am meisten zählt, die Gesundheit. Entsprechend würde ich mich sehr freuen, wenn wir heute den Baustein, den Grundstein für eine gemeinsame Zukunft legen könnten. Und ich wünsche Ihnen allen zusammen einen informativen Abend, ein gelungenes Beisammensein, ein gutes Stell dich ein und einen bereichernden Austausch. Grazie e buonasera a tutte e tutti. Ganz vielen herzlichen Dank, Marianne, für diese schönen Worte, für deinen wertvollen Beitrag. Im Pflegedirektionsbereich bist du die wichtigste Steuerfrau. Da kannst du jetzt nicht widersprechen. Und das letzte Wort hat immer der Moderator, wie man so schön sagt. Mit deinen direkten Mitarbeitern geht es jetzt weiter. Ich darf ganz herzlich begrüßen und aufs Podium bitten die koordinierenden Pflegedienstleiter bzw. deren Stellvertreterinnen. Ich fange an mit den Namen Ursula Braun, Astrid Santoni, Thomas Kirchlechner, Frank Blumentritt. Einfach hier mittig Platz nehmen. So in der Mitte irgendwie. Ja, genau. Ihr sitzt bequem. Sie haben sich nämlich bereit erklärt, dass wir eben mit diesen Damen, mit diesen Herren hier Interviews führen können. Und jetzt bitte ich Silvia, mit dem ersten Interview zu beginnen. Aber natürlich gerne. Iniziamo con Thomas Kirchlechner. Posso sedermi? Ma certo. Allora, caro Thomas, raccontaci. Posso fare carriera nell'azienda sanitaria dell'Alto Adige? Allora, intanto benvenuti tutti quanti anche da parte mia. Posso fare carriera in questa azienda? Allora, io credo che se parliamo di carriera, inderogabilmente dobbiamo parlare prima di competenze, perché in un mondo normale chi è bravo, chi ha competenze, chi riesce a spendere competenze, è bravo e riesce a fare carriera.
Da questo punto di vista io penso che, e questo posso dirlo con tranquillità, nei miei anni ho fatto anche presidente di ordine, il collegio prima, ho visto tanto sul territorio nazionale, ma non solo, e io credo di poter dire che in nessun'altra azienda viene investito così tanto in termini di competenze. Questo sia da una parte in quello che è la formazione obbligatoria, ECM, cioè l'aggiornamento continuo, ma anche in tutto quello che sono formazioni specifiche per acquisire competenze avanzate. Parlo di un qualsiasi master, parlo di una formazione di secondo livello, tipo la laurea magistrale, che abbiamo delle sovvenzioni, e corsi specifici, ad esempio l'infermiera di famiglia. Cioè, ci sono così tante possibilità che veramente posso dire in questa azienda, se si vuole, si può fare carriera, assolutamente. Wow. Das klingt ganz gut. E quali forme di carriera esistono? Beh, diciamo, classicamente parliamo di carriera verticale e carriera orizzontale. La carriera verticale è classica, gerarchica, il capo e il dipendente. Cioè, conosciamo la forma entry level, forse che è il vice coordinatore, passiamo al coordinatore, alla dirigenza e poi, nel nostro caso, abbiamo prima salutato la nostra direttrice tecnico-assistenziale, diciamo che è la forma apicale. Poi chiaramente nulla vieta di fare anche ulteriori carriere gerarchiche. Grazie. E che cosa bisogna possedere? Quali prerequisiti bisogna possedere per gli step verticali e quelli orizzontali? Allora, step di carriera. Se parliamo di carriera verticale, la cosa è abbastanza semplice, perché la carriera verticale è abbastanza normata, cioè abbiamo delle normative ben precise. Penso ad esempio alla legge 251 del 2000, che dice che per fare il coordinatore ci vuole il master in management delle professioni sanitarie, per entrare nel mondo dirigenziale ci vuole la laurea magistrale, e poi per andare oltre ancora entrano in vigore anche tutte quelle parti che sono normalmente leggi provinciali o nazionali, che parlano ad esempio dell'albo per entrare in una funzione. E la carriera orizzontale, che prima diciamo non abbiamo ancora esplorato, la carriera orizzontale è quel modo di crescere acquisendo delle competenze specifiche avanzate. Cioè io cresco perché sono, tra virgolette, più bravo di qualcun altro, piuttosto ho delle competenze che sono superiori a qualcun altro. Questa carriera è meno rigida, nel senso che so, il dottor Burga prima parlava del contratto che è in essere, so che in quel contratto c'è un pacchetto molto importante anche per dare valore a questa carriera orizzontale, che può essere un master applicato. Chiaramente non è che faccio un master e dico adesso c'ho il master che ho acquisito dovevo anche applicarlo sul mondo di lavoro. Altre cose potrebbero essere, non so, faccio il coordinatore di un progetto, piuttosto faccio il referente di una procedura, di un processo all'interno. Queste sono forme di carriera orizzontale che troviamo anche adesso a livello contrattuale, troviamo ad esempio l'indennità master piuttosto che la progressione professionale, che di solito viene dato proprio a queste persone che hanno una competenza che applicano nel mondo lavorativo in più rispetto al collaboratore. E l'azienda sanitaria è costantemente presente nella crescita anche professionale, l'acquisizione di questi titoli. Noi facilitiamo e favoriamo la vostra crescita a partire dal vostro ingresso in azienda sanitaria. Danke Thomas, ti ringrazio per il tuo intervento e darei la parola al mio collega. So, jetzt wird es aber höchste Zeit, dass wir endlich mal auch eine unserer Mitarbeiterinnen das Wort überlassen. Ich darf ganz herzlich begrüßen Frau Maria Aster, Physiotherapeutin des Gesundheitsbezirks. Herzlich willkommen, Maria. Hallo, mein Name ist Maria. Danke, Christoph. Ich bin Physiotherapeutin und möchte euch einfach meine Erfahrung in diesem Gesundheitsbetrieb erzählen. Meine Berufswahl als Physiotherapeutin war eigentlich nicht die erste Wahl. Ich hatte mit 18 Jahren einen Skiunfall und lag mit einem Wirbelsäulentrauma auf der Orthopädie. Eine Waschmaschine der Gefühle,
und ich wurde aufgefangen von Pflegern und Therapeuten. Dadurch hat sich mein Weg geändert. Heute kann ich sagen, dass ich eine dieser tragenden Rollen spiele, die Patienten auffangen, ermutigen und motivieren. Kleine Schritte wieder in den Alltag machen, neu ins Leben starten, wieder neue Herausforderungen annehmen. Dies alles scheint einfach so herzunehmen, aber für diese Patienten ist es schwerste Arbeit. Dafür bekommen wir als Mitarbeiter manchmal ein Lächeln und manchmal hören wir grummelige Worte. Diese Gratwanderung, wo kann ich Hilfestellung geben? Wo kann ich den Patienten fordern? Wo ist er überfordert? Das ist nicht immer einfach. Und dafür steht euch ein Team zur Seite. Ihr seid nicht alleine. Ihr könnt euch austauschen mit Kollegen, mit anderen Gesundheitsberufen auf den Abteilungen. Ihr könnt euch über Schwierigkeiten unterhalten, Hilfe holen. Und ihr könnt von den Erfahrungen aller Kollegen lernen. Es gibt dann auch Glücksmomente. Glücksmomente, die einem in Erinnerung bleiben. Ich hatte heuer im Sommer, durfte so einen Glücksmoment erleben. Ich hatte eine Patientin, bei der wir wieder von vorne beginnen mussten. Aufsitzen, aufstehen, die ersten Schritte. Mit Hilfestellung, mit Hilfsmitteln. Einmal hat mir die Patientin gesagt, wir gingen nur 3 Schritte im Zimmer. Und sie hat gesagt, du hast keine Ahnung, ich habe gestern den ganzen Nachmittag geschlafen. Das war schwerste Arbeit für sie. Mit den Tagen, mit den Wochen hat sich die Ausdauer verbessert und wir konnten endlich aus dem Zimmer gehen auf den Balkon. Ihr könnt euch nicht vorstellen, Tränen flossen ihr übers Gesicht vor Freude. Das war ein Motivationsschub für den zukünftigen Gang dieser Patientin. Alles, was sie noch vor sich hatte, aber sie wusste nun wohin. Das war für sie ein Gefühl der Freiheit. Und diese Momente, diese Genugtuung für unseren Beruf, die sind einfach unbezahlbar. Wir haben in unserem Alltag immer Herausforderungen, kleine Herausforderungen täglich, die wir einfach entweder selbst lösen können, mit einem Gespräch lösen können, die wir vielleicht mit Kollegen im Austausch lösen können. Aber es gibt auch ganz große Herausforderungen, die wir nicht alleine lösen können. Aber wir sind nicht alleine. Wir haben wirklich ein großes Team, die hinter uns steht, von den eigenen Kollegen, von den Vorgesetzten. Und es können große Herausforderungen angegangen werden. Es gibt auch dieses Herangehen an Herausforderungen, gibt einen Lichtblick auch für die Weiterbildung. Der Gesundheitsbetrieb, wurde schon erwähnt, gibt diese Möglichkeit, uns weiterzubilden, berufsspezifisch. Man kann dabei auch wachsen, nicht nur im beruflichen Sinne, sondern auch im privaten, im persönlichen Bereich. Eines, das mir ganz, ganz viel am Herzen liegt einfach noch, ist wirklich, dass man sich einbringen kann und sein Arbeitsumfeld mitgestalten kann. Alles, was wir mitbringen auf den Arbeitsplatz, können wir dazu beitragen, dass es ein familiäres Umfeld wird. Was in letzter Zeit sehr oft hervorgehoben wurde, die fehlende Wertschätzung. Und ich muss sagen, ich glaube, auch wir sind einfach imstande, das zu ändern. Denn wenn wir die Arbeit unserer Kollegen, aller Mitarbeiter, mit denen wir zusammenarbeiten, wertschätzen, dann werden auch wir Wertschätzung erfahren. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Maria, für diese interessanten persönlichen Einblicke in deine Erfahrungen. Herzlichen Dank. Weiter geht's mit einem Interview. Weiter geht's mit der Pflegedienstleiterin Gesundheitsbezirk Brixen, Bereich Territorium, Astrid Santoni. Hallo Astrid. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke.
Darf ich ein paar Fragen stellen? Ja. Sehr gerne, danke. Also, wieso ist die Fort- und Weiterbildung in einem Gesundheitsbetrieb so wichtig? Zuerst möchte ich mal alle ganz herzlich begrüßen und es freut mich, dass wirklich, dass ihr so zahlreich hier gekommen seid. Also, danke. Und danke für die Einladung. Bitte gerne. Gut, dann zur Antwort. Also die Ansprüche im Gesundheitswesen ändern sich ständig. Und vor allem der globale Wertewandel, die Digitalisierung, aber auch der Generationenwechsel zeigt uns, dass wir uns einfach ständig weiterbilden und auch unsere Kompetenzen weiterentwickeln müssen. Wir Gesundheitsberufe stehen vor großen Herausforderungen ständig und auch müssen uns immer wieder an die Situationen neu anpassen. Wir haben das auch gesehen mit der Pandemie. Da mussten wir von einem Tag auf den anderen alles neu lernen. Also wir waren mit einem Virus konfrontiert, wo wir alle nichts wussten. Und gerade deshalb, unsere Arbeit verlangt einfach ganz viel Flexibilität. Und das ist das Tolle, dass wir immer wieder unser Wissen auffrischen können, dass wir etwas lernen können, dass wir unsere Fähigkeiten einbringen können, erweitern können. Ja, und das macht unsere Arbeit auch so spannend. Was bietet mir der Südtiroler Sanitätsbetrieb im Bereich Fort- und Weiterbildung? Ja, es gibt in erster Linie verpflichtende Fortbildungen, die zum Teil auch schon vor Unterschreiben, also vor Abschließen des Arbeitsvertrages gemacht werden müssen. Zum Beispiel der Arbeitssicherheitskurs. Dann im Laufe, also in den ersten Monaten, ist dann noch von Datenschutz die Fortbildung zu machen, der BLS-D-Kurs und eben auch Brandschutz. Also das sind verpflichtende Fortbildungen. Für alle Mitarbeiter. Dann gibt es eben die freiwilligen Fortbildungen, wo eben die Mitarbeiter Fortbildungen selbst aussuchen können. Also man schaut vor allem aber abteilungsspezifische Fortbildungen, die eben auch im Interesse des Dienstes oder der Abteilung sind oder auch des Gesundheitssprengels. Und besucht diese Fortbildungen mit Absprache des Koordinators, der das dann auch genehmigt. Und wichtig ist dann, dass man diesen Wissenstransfer dann auch im Team einbringt. Das ist uns ein großes Anliegen, wenn eben Mitarbeiter Fortbildungen gehen, damit das ganze Team etwas von dieser Fortbildung hat, dass man lernt. Es soll eine lernende Organisation sein. Ja, und es gibt noch interne und externe Fortbildungen. Die internen Fortbildungen, die kommen praktisch von den Abteilungen, Dienste oder Gesundheitssprengel, bekommt das Amt für Weiterbildung und die Stabsstelle für berufliche Weiterbildung, bekommt eben die Vorschläge, was braucht die Organisation, was braucht der Dienst, was brauchen die Mitarbeiter? Und dann werden eben, also in der Pflegedirektion gibt es eben die Stabsstelle berufliche Weiterbildung. Da wird dieser Betriebsplan genehmigt, also für die Fortbildungen. Und sie werden dann auch organisiert für unsere Mitarbeiter. Und die kann man dann eben besuchen. Es gibt dann auch noch die externen Fortbildungen. Wie gesagt, da sucht sich der Mitarbeiter selbst die Fortbildungen aus. Er kann dann anfragen, der Koordinator macht die Genehmigung. Es wird dann weitergeschickt in das Weiterbildungsbüro und dort werden sie genehmigt. Und der Mitarbeiter bekommt dann die Spesenrückvergütung. Also, ja. Sehr gut. Und werden unsere werten Gäste von heute Abend als neue Mitarbeiter strukturiert eingeführt? Ja, also das ist ein großes Anliegen für den Betrieb. Also Mitarbeiter werden strukturiert eingeführt. Es gibt ein Einführungsprotokoll, ein betriebsweites. Das schaut so aus,
am ersten Tag findet ein Gespräch statt mit dem Pflegedienstleiter oder der Pflegedienstleiterin. Dann zweite Teil ist dann mit der Koordinatorin oder mit dem Koordinator, wo eben die Arbeitsabläufe, alle Informationen der Abteilung Dienst Gesundheitssprengel gegeben werden. Es wird dann auch eine Bezugsperson, ein Mentor zur Verfügung stehen und der Mitarbeiter wird während der ganzen Einführung wird er begleitet. Er bekommt immer wieder Feedbacks. Man schaut, ihn zu stärken. Es ist uns ein Anliegen, dass die Mitarbeiter gut eingeführt werden, weil so bleiben sie auch im Betrieb. Und es ist uns ein großes Anliegen. Ja. Ja. Danke, liebe Astrid. Ich möchte... Danke. Ich möchte den Präsidenten Claudiana auch kurz begrüßen. Danke, dass Sie gekommen sind, Dr. Klaus Eisenler. Vielen Dank fürs Kommen. Und wir möchten jetzt wieder frisch weitermachen. Bitte, Christoph. Genau, frisch weitermachen. Wir dürfen jetzt gleich schon die nächste Mitarbeiterin hier begrüßen und aufs Podium bitten. Es ist nämlich keine geringere als die Koordinatorin des Hebammen-Teams, Frau Elena Soraru, Gesundheitsbesichtigung. Herzlich willkommen. Okay. Liebe potenzielle Kolleginnen und Kollegen, ich stehe heute hier, um meine Arbeitsgeschichte kurz zu erzählen und auch meine Erfahrungen. Und es ist nicht leicht, denn letztendlich erzähle ich einen Teil von mir. Ich wollte nicht gleich Hebamme werden, oh nein, eigentlich wollte ich Ergotherapeutin werden. Aber am Tag der offenen Tür der Universität haben mich die Hebammen mit ihren Frauengeschichten total beeindruckt. Und ich habe mir gedacht, ich will auch für die Frauen da sein. Und so bin ich Hebamme geworden. Ich bin stolz auf meine Arbeit. Ich mache sie total gerne. Und ich weiß auch, dass die Begegnungen für manche Frauen, für viele Frauen mit Hebammen sie prägen werden. Und umgekehrt auch. Alle Frauengeschichten, alle Frauen, die ich begegne, prägen mich als Mutter, als Frau und als Hebamme. Und eigentlich können wir alle stolz sein auf unsere Arbeit, nicht? Wir haben etwas alle zusammen, etwas Gemeinsames. Und zwar, wir haben eine Beziehungsarbeit. Wir pflegen nicht nur, wir unterstützen und begleiten. Und wir sind die Menschen, die eigentlich das Leben mancher Menschen verändern können. Und verwende dazu meine Hände. Meine Hände können begleiten, sie trösten, sie untersuchen, sie massieren. Sie sind offen, sie riechen nach dem Duft des neuen Lebens. Klingt alles sehr poetisch, gell? Und kitschig, ist mir bewusst. Eigentlich, was mir auch sehr bewusst ist, dass unsere Arbeit sehr anstrengend ist. Kostet viel Energie, sehr viel Motivation, vor allem für das, was wir tun täglich. Und etwas in meinem Werdegang ist mir geblieben. Ich habe in vielen Krankenhäusern gearbeitet, auswärts und in Italien, und eins ist mir geblieben. Und jetzt erzähle ich euch kurz. Und zwar vor ein paar Jahren habe ich für ein anderes Krankenhaus gearbeitet in Italien. Und weil ich eben viel Erfahrung hatte, bin ich nicht eingelernt worden, nicht begleitet worden. Ich bin gleich im Turnus hineingeschmissen worden. Es war nicht leicht, glaubt mir. Es war sehr anstrengend, es hat mir
Es hat mir viel Motivation und gekostet und auch Energie. Und ich kann mich wieder genau erinnern, wo ich 2018 hier in Bruneck angefangen habe. Trotz viel Erfahrung und viel Berufserfahrung bin ich eingelernt worden. Ich bin begleitet worden und nach 2 Wochen meine Koordinatorin hat mir gefragt, Elena, wie geht's dir? Mich meinst du? Ja, brauchst du noch etwas? Bist du soweit? Kann ich dich schon einteilen im Turnus? Und in dem Moment, es klingt jetzt banal, habe ich mich als Teil von einer Familie gefühlt und ich wurde gesehen. Ich war nicht nur ein Teil vom System, sondern ich war Elena, die Hebamme, ein Teil vom Team. Und das war sehr wertschätzend. Und das ist motivierend. Der Sanitätsbetrieb Südtirol hat bis jetzt in mich sehr viel investiert. Ich konnte an vielen Kursen teilnehmen. Ich habe an Supervisionen, an Projekten mitgemacht. Ich konnte mitreden. Wichtig. Gibt mir wieder Motivation, meine Arbeit gut zu tun. Jetzt sage ich es ganz provokant. Denkt daran, bevor ihr einen Arbeitsvertrag unterschreibt. Wieso? Sicher, es geht nicht immer nur um Geld. Das ist mir klar. Wir müssten viel mehr bezahlt werden. Aber unsere Arbeit ist, glaube ich, hat einen unbezahlten Wert, einen immateriellen Wert. Und was wichtig ist, glaube ich, noch viel mehr, ist, dass jemand auf uns schaut und uns irgendwie pflegt, weil wir ja ständig in der Pflege sind und begleiten und unterstützen. Und deswegen ist es so wichtig und bin auch hier, euch dies zu erzählen. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Freude an eurer Arbeit. Und ich hoffe logisch, dass wir uns sehen. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Elena, für deine schönen, ja, poetischen Worte, für dein Engagement. Herzlichen Dank für deinen Beitrag. Ja, Silvia, weiter geht's mit einem Interview. Danke, Christoph. Wir gehen weiter. Danke, dürfen wir da reinkuscheln? Danke. Also, ich stelle den Frank Blumtritt vor, koordinierender Pflegedienstleiter Gesundheitsbezirk Meran. Guten Abend, Frank. E adesso andiamo subito con 3 domande molto, molto, molto concrete. Frank, quante ore settimanali prevede il contratto di lavoro per una collaboratrice a tempo pieno? 38. Quale stipendio netto medio, stipendio netto medio può aspettarsi un laureato e da cosa dipende il calcolo dello stipendio? Beh, stiamo parlando del stipendio netto, quello che rimane alla fine. Ecco, quello direi che è la roba più importante. Quello è un po' variabile perché la tassazione potrebbe subire variazioni, ma in linea di massima uno stipendio nudo crudo senza nessun tipo di indennità si aggira sulle 1.850 o 1.900 a seconda se uno è patentino o meno. Quindi ci avviciniamo ai 2.000 e poi con forse un'altra domanda. No, vai pure avanti. Molto interessante quello che stai raccontando. Ok, allora questo è lo stipendio se qualcuno è alle prime armi o non ha nessuna anzianità di servizio, inizia da zero e fa un lavoro dal mattino alla sera senza turni, senza niente. L'infermiere, classicamente, ma anche altre professioni sanitarie, ben volentieri non coprono solo 7 ore e 36 minuti, che sarebbe il dovuto giornaliero, ma devono coprire aperture di ambulatori che possono durare tutto il giorno, possono anche andare su 12 ore, in un reparto di degenza logicamente 24 ore.
oppure potrebbero addirittura essere reperibili nei fine settimana o durante le notti, se lavorano per esempio in una sala operatoria. E in questi casi ci sono i vari statuti contrattuali, come si chiamano, che prevedono aumenti della paga oraria e dell'indennità per il disturbo di essere chiamati piuttosto che di venire di notte, eccetera. E questo è un elemento o vari elementi che poi mi portano già allo stipendio più verso i 2.000 euro, sicuramente anche di più, a seconda del reparto dove lavoro. Ci sono specifiche indennità anche da contratto che possono subire variazioni. Attualmente stiamo, come si è già detto, lavorando su un contratto nuovo che dovrà piuttosto allargare questo concetto e non restringerlo, quindi c'è da aspettarsi qualcosa in più molto probabilmente. Poi a tutto questo si aggiunge l'anzianità di servizio: ogni 2 anni che uno è in azienda aumenta il cosiddetto scatto di anzianità lo stipendio. Se qualcuno avesse dei servizi già fatti prima di studiare, magari qualcuno non è così giovane, fa in seconda battuta, anche questo si può riconoscere come stipendio. Eppure c'è anche un portafoglio di ore extra, se certi servizi hanno bisogno di più ore di lavoro, il singolo può aumentare queste 38 ore a 39 fino a 40 con un aumento stipendiale mensile consistente. Tutti questi sono elementi che giocano un ruolo. Un ruolo importante, molto bene, grazie. E ora apriamo un grande capitolo, soprattutto per l'ospedale, la pianificazione dei turni, per poter far sopravvivere i reparti. Come avviene questa? Dunque, i turni, come ho detto adesso, ci sono anche le specifiche indennità, sono una realtà per molti, ma non per tutti. Alcuni lavorano non in turni. Chi lavora in turno, comunque, diciamo, l'orario di lavoro che uno si può aspettare viene pianificato per principio mensilmente in anticipo, quindi in modo che si possa coniugare la propria vita con quello che è il lavoro, e questa pianificazione normalmente è rispettata. Chiaro che un ospedale che lavora 24 ore per acuti deve, nel bene e nel male, funzionare sempre, e succede anche che si devono fare dei cambiamenti di turno imprevisti. Tutti che fanno questo lavoro lo sanno benissimo, non è la norma, ma può succedere, se no la pianificazione è garantita per soprattutto coloro che hanno famiglia, part time, devono programmarsi bene e coniugare il lavoro con la vita privata. Esattamente, molte grazie Frank per il tuo intervento. Prego. Ridò. Ripasso il testimone e il microfono al mio collega. Grazie. Adesso ho il grande piacere di dare il benvenuto al nostro prossimo testimonial, signora Letizia Mastrapasqua. Buonasera a tutti. Io vorrei partire col mio intervento con una domanda di riflessione, una domanda che probabilmente ogni tanto dobbiamo porci durante il nostro sviluppo di carriera. Quando avete capito che la professione che avete scelto era quella giusta per voi? Io avevo 15 anni quando sono entrata in ospedale per un mio banale intervento di chirurgia, che ho capito che quello sarebbe stato il mio posto. Non so dirvi bene perché o in quale ruolo professionale, ma quello sarebbe stato il posto in cui avrei passato molto, molto tempo. Vivevo ancora nella città in cui sono cresciuta, Modena, e sono stata fortunata perché ho avuto una famiglia che mi ha sempre sostenuto nelle mie scelte e anche nella scelta di entrare a far parte delle professioni d'aiuto. Mi sono laureata nel 2015, appunto all'Università di Modena, ma che vi posso dire, la situazione lavorativa a quell'epoca non era come oggi, c'era grande precarietà. Ho partecipato a concorsi da 10-15 mila infermieri e
poi mi sono affidata alle agenzie per il lavoro, quelle agenzie private che ti somministrano contratti per pochi giorni, poche settimane. E quindi venivo sbalzata prima nel reparto di otorino, poi nel reparto di pediatria, poi ancora una settimana in medicina. Penserete non è possibile, ma vi garantisco che l'ho vissuta. Ed era proprio così. Infatti stavo perdendo la mia identità professionale. Fino a che poi è arrivata la svolta. In una di queste esperienze ho conosciuto un collega che mi disse: guarda, vai in Alto Adige, lì sicuramente ti daranno un contratto più stabile, un più duraturo. E allora ci ho provato, ho fatto questo salto e sono arrivata qua. Sono arrivata qui e mi sono dovuta subito confrontare con il tedesco. Ebbene sì. Diciamo che è stato un po' difficile all'inizio, perché io da emiliana mai mi sarei avrei pensato di imparare il tedesco, una lingua così difficile e che assolutamente non avevo mai sentito. Niente, ve la faccio breve. Nei 3 anni in cui ho avuto la possibilità di fare corsi di lingua, ho preso il patentino ed è stato più facile imparare il tedesco che vincere un concorso per infermieri nella mia città. Sapete, quando prendete queste condizioni come opportunità, avete già fatto più della metà del lavoro. Ad oggi lavoro in pediatria, qui a Bolzano, dal 2018, un reparto che io ritengo magico, pieno di colori, di peculiarità e anche con qualche sofferenza. Non vi nego che mi sono confrontata spesso con condizioni difficili, sia cliniche che familiari. Ma loro, quelli che io chiamo i miei piccolini, il reparto, mi hanno sempre dato grande forza per andare avanti, e così anche i miei colleghi. Sapete, ci vuole coraggio per lavorare in ospedale, ci vuole coraggio per dare supporto alle famiglie, perché noi non lavoriamo con un soggetto da curare, lavoriamo con un sistema famiglia di cui dobbiamo prenderci cura, e non vale solo per la pediatria, vale per tutti i reparti. E SABES a noi professionisti ci offre una possibilità di supporto psicologico continuo, sia dentro che fuori le mura dell'ospedale, che ci aiuta a lavorare meglio ed andare avanti. Se dovessi dirvi che è sempre stato tutto facile e bello così come ve lo racconto, mentirei logicamente. È solo che la mente tende a ricordare le cose belle che sono state e a dimenticare magari i momenti più bui e più tristi. Ma da quando sono in SABES mi sono potuta confrontare con un mare di opportunità, che sono iniziate con la possibilità di un alloggio immediato, sono continuate poi con la possibilità di imparare il tedesco, con diversi corsi di lingua, e che continuano tuttora con il percorso di laurea magistrale che sto frequentando. E per come vi ho parlato adesso, sembra che io me la sia sempre cavata da sola, ma non è così. Ho conosciuto tante persone, tanti colleghi e colleghe che mi hanno supportato e anche qualcuno che ha voluto mettermi in difficoltà. Ma dico grazie, grazie a tutti, grazie ad entrambi, perché solo così sono diventata la persona un pochino più forte, un pochino più capace e un pochino più esperta che sono oggi. Quindi il percorso professionale non mi ha solo insegnato a gestire dispositivi medici o a gestire le situazioni cliniche, ma sicuramente anche ad essere una persona più accogliente, più capace di cogliere le peculiarità, le caratteristiche degli altri, essendo un pochino più comprensiva anche. E niente, quello che concludo dicendo, ecco, che le idee in SABES ci sono, le opportunità anche. Ci vuole che però ognuno di noi faccia la propria parte per realizzarle e per realizzarsi. Grazie. Grazie. Grazie mille, Letizia, del tuo contributo così interessante e simpatico. So, jetzt geht's zum letzten Interview. Oh, yes. Danke, Christoph. Colgo l'occasione per salutare il nostro direttore amministrativo Enrico Veghera, la direttrice della ripartizione amministrazione del personale, Sabrina Balducci, che ci hanno raggiunti
Grazie di essere qui con noi questa sera. Mi siedo accanto alla dirigente tecnico-assistenziale presso il comprensorio sanitario di Brunico, Ursula Braun. Guten Abend. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Die üblichen drei Fragen starten wir mit folgender. Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, welche das Südtiroler Sanitätsbetrieb gesetzt hat, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern. Welche sind die wichtigsten? Also Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist etwas, das wir im Betrieb schon lange fördern, weil wir erkannt haben, dass es sehr wichtig ist. Vereinbarkeit von Familie und Beruf heißt nicht nur Vereinbarkeit von Elternsein, sondern heißt auch Vereinbarkeit, wenn man pflegende Angehörige zu Hause hat. Und diese Maßnahmen, die wir gesetzt haben, können sowohl unsere weiblichen Mitarbeiterinnen in Anspruch nehmen, aber natürlich auch die männlichen. Das gilt für beide Geschlechter. Die wichtigsten Maßnahmen, die wir haben, ist einmal die Elternzeit. Also jede Frau oder jede Mutter oder jeder Vater kann nach dem obligatorischen Mutterschaftsurlaub 8 Monate Elternzeit in Anspruch nehmen. Diese Elternzeit können wir in Anspruch nehmen, bis das Kind 12 Jahre alt ist. Das heißt, man kann es gleich nach der Geburt nehmen, aber man kann es auch in Anspruch nehmen, wenn Kinder größer sind und natürlich auch dort noch unsere Unterstützung brauchen. Dann haben wir die Möglichkeit, Wartestand zu nehmen. Nach dem obligatorischen Mutterschaftsurlaub besteht die Möglichkeit, bis zu 2 Jahren in Wartestand zu gehen. Und wir haben natürlich ganz viele verschiedene Teilzeitmodelle, welche unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Anspruch nehmen können. Danke. Mein Kind ist krank. Muss ich Urlaub nehmen, um es zu pflegen? Meine Mutter oder mein Vater benötigen Pflege. Welche Möglichkeiten habe ich, um meine pflegebedürftigen Angehörigen zu pflegen? Also zur ersten Frage, wenn mein Kind krank ist, muss ich nicht Urlaub nehmen. Es gibt eine bezahlte Freistellung. Bis das Kind 12 Jahre alt ist, haben wir die Möglichkeit, bis zu 60 Tage bezahlte Freistellung in Anspruch zu nehmen, damit wir bei unseren kranken Kindern zu Hause bleiben können. Und wenn wir Angehörige zu pflegen haben, dann haben wir auch eine Möglichkeit der Freistellung. Es ist das Gesetz 104, welche unterschiedliche Freistellungsmöglichkeiten bietet. Einmal kann ich entscheiden, dass ich 3 Tage pro Monat bezahlt zu Hause bleibe, um meine Angehörigen zu pflegen. Oder ich kann 2 Jahre bezahlten Wartestand für die Pflege meiner Angehörigen in Anspruch nehmen. Wird in der Personaleinsatzplanung bzw. in der Schichtendienstplanung auf meine familiären Bedürfnisse Rücksicht genommen? Soweit dies möglich ist, wird darauf Rücksicht genommen. Unsere Koordinatorinnen und Koordinatoren sind sehr, sehr sensibel für diesen Bereich und versuchen natürlich einmal die Notwendigkeiten des Dienstes und auch die Bedürfnisse der verschiedenen Mitarbeiter unter einen Hut zu bringen. Das ist nicht immer ganz einfach, aber mit viel Gespür und Gesprächsbereitschaft schafft man das in den meisten Fällen. Wir haben in der Turnusplanung die Möglichkeit, zwischen 12-Stunden-Turnussen und kürzeren Turnussen abzuwechseln, was dann die Planbarkeit zu Hause erleichtert. Beziehungsweise haben wir auch Situationen, wo sowohl praktisch Mann und Frau bei uns im Betrieb angestellt sind und dort sind die Koordinatorinnen angehalten, einfach sich abzusprechen, damit vielleicht nicht beide Elternteile gleichzeitig im Dienst sind, sondern sich abwechseln, um damit die Betreuung entweder der Kinder oder auch der Angehörigen zu garantieren. Vielen Dank, liebe Ursula. Qualsiasi ulteriore domanda che doveste avere in base ai temi trattati o anche non, siamo tutti presenti per tutta la serata. Quindi bitte fragt uns aus, wir sind heute für euch da. E passiamo all'ultimo testimonial, Christoph. Genau, ultimo testimone. Last but not least, un cordiale benvenuto Riccardo Bossi, tecnico sanitario di Radiologia Medica, comprensorio di Bolzano. Buonasera a tutti, sono Riccardo Bossi, sono un tecnico di radiologia, come potete sentire sono di Roma. Ho lavorato circa 15 anni presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli e da 3 anni lavoro presso l'ospedale San Maurizio di Bolzano. Ho cominciato questo lavoro quasi per caso, un giorno a pranzo con il mio migliore amico e il suo papà, che era direttore sanitario di una piccola clinica, ci disse: ma perché non studiate tecniche di radiologia? È un bel lavoro, è ben retribuito e poi cercano personale.
Beh, così ci siamo informati un pochino e alla fine abbiamo incominciato questo lavoro. A dire il vero, è una lunga strada quella che ho percorso che mi ha portato qui, ma è una strada che è iniziata, direi, quasi per caso, perché ditemi, chi è che fa tecniche di radiologia perché gli piace fare le lastre? Beh, invece, con il tempo ti rendi conto che il tempo passato sui libri, all'università, il tirocinio, sono probabilmente solo la punta dell'iceberg di quello che è effettivamente la tua, di quello che sarà effettivamente la tua professione. Anche perché confrontandoti con i colleghi inizi a farti una vera idea di quello che fa il tecnico di radiologia, o quantomeno quella che è la mia esperienza in quasi 20 anni di lavoro. L'infermiere aiuta il paziente nel suo decorso, l'ostetricia fa nascere i bambini e il fisioterapista ti migliora la qualità della vita. E il tecnico di radiologia? Beh, per la mia esperienza il tecnico di radiologia è quello che scopre le malattie. Quando inizi a fare i conti con questa realtà inizi a cambiare la visione di quello che è il tuo lavoro, perché inizi a capire che è un lavoro delicato che ti arricchisce e si arricchisce di ogni giorno che lavori e ti dà quelle che i fighetti di oggi chiamano le soft skills. Quando hai a che fare con le persone che stanno affrontando un esame e hanno una tremenda paura del risultato, o peggio ancora, che sanno da dove stanno partendo ma non sanno dove sono arrivati, non ti puoi permettere di essere solo un tecnico. Eh no, perché quelle persone vengono da te e ti aprono il loro mondo e tu devi entrare in punta dei piedi nel loro mondo. Forse solo così facendo allora il tuo lavoro si arricchisce ogni giorno e ti fa imparare cose nuove, tanti piccoli sassolini da poter mettere nel tuo bagaglio culturale. Ragazzi, parliamoci chiaro, noi non facciamo un lavoro come gli altri, noi reggiamo il sistema sanitario, noi curiamo le persone e diamo una possibilità a queste persone di stare meglio, e un paese che sta meglio è un paese migliore. Spostandomi qui a Bolzano mi sono reso conto che lavorando per tanti anni nel privato, perché il gemelli è privato, stavo iniziando a perdere di vista una cosa molto importante che è il rapporto col paziente. Vi cito un piccolo passaggino per darvi un'idea di quello che sto dicendo. Quando il Gemelli è diventato Fondazione Policlinico Gemelli, nel bilancio di missione è sparita la parola paziente e è comparsa la parola cliente. Non so se capite la differenza. Non si parla più di salute, si parla di soldi. E qui, purtroppo, è vero, il nostro lavoro serve pelo sullo stomaco, ma proprio per questo vi dico che non bisogna mai perdere l'umanità. Perché la persona che tu accogli viene lì spesso e volentieri in condizioni non buone, insomma di salute non buone, deve capire che tu sei lì per lei. Il tuo lavoro sarà quello, essere lì per loro. Qui all'ospedale di Bolzano, fortunatamente, ho trovato un ambiente di lavoro eterogeneo, abbastanza eterogeneo, e ho riscoperto questo rapporto con il paziente, fortunatamente direi, e ho avuto una bella ventata di freschezza e di esperienza, perché i colleghi, vi devo dire la verità, come dicevano prima, sono veramente preparati, sono delle persone veramente preparate sull'aspetto tecnico. E questo è quello che noi più grandi dobbiamo fare nei vostri confronti, tramandarvi, cercare di insegnarvi quello che noi abbiamo imparato sul campo per anni, cercando di tramandarvi anche la nostra passione, fatta di tante piccole cosine. Ecco, voi che state finendo, che avete appena finito gli studi, ragazzi, vorrei suggerirvi di entrare nel nostro mondo in punta dei piedi, perché troverete delle persone veramente molto preparate che potranno arricchire le vostre conoscenze e penso che tutti i giorni potranno rendere il vostro bagaglio culturale sempre maggiore, rendendovi delle persone migliori, a mio avviso, anche soprattutto sotto l'aspetto professionale. Se posso darvi un consiglio, cercate di rubare con gli occhi quando state con noi, perché noi che lavoriamo da un pochino ogni tanto non ci rendiamo conto di fare delle piccole cosine che magari ad un occhio poco attento potrebbero sembrare poco importanti, ma non lo sono. Ricordatevi una cosa, noi siamo qui per voi. Quindi mi auguro
di vedervi presto nei nostri corridoi girare e ci farebbe molto piacere se magari più in là nel tempo qualcuno potesse venire da noi a dirci: avevate ragione, facciamo un lavoro veramente importante. Ora, come avrete sentito dalle nostre esperienze, non è tutto rose e fiori, chiaramente, non è tutto oro quello che luccica. Si può migliorare, ma il miglioramento si costruisce tutti insieme. E in questi giorni, parlando con le mie colleghe, ci siamo confrontati un pochino e sono venuti fuori quelli che sono i desideri, le speranze per un futuro migliore. Vorrei magari invitarle qui sul palco con me per condividerle insieme a voi. Ich wünsche mir gegenseitigen Respekt und menschenwürdigen, empathischen Umgang mit allen Menschen, denen wir im Krankenhaus begegnen. Io sogno che si possa parlare di prevenzione, malattie e cura non solo in ospedale ma anche in territorio. Io mi immagino una Sabes in continua crescita che diventi sempre più attrattiva sia per chi ci lavora che per chi verrà a lavorarci. Io immagino una sanità che riconosca in maniera equa tutte le professioni sanitarie e che dia i giusti valori a chi sostiene il sistema sanitario nazionale. E soprattutto immagino voi, nei nostri corridoi, come giovani nuovi colleghi, a portare una ventata d'aria fresca. Grazie. Grazie. Grazie mille a tutti. Vorrei chiamare sul palco la collega Elena Kostner dell'Ufficio Provinciale Personale Formazione e Contributi in Ambito Sanitario. Ciao Elena, che si presenta brevemente e racconta perché è qui. Allora, io vi racconto che sono qua perché forse qualcuno di voi studia all'estero e deve fare il riconoscimento poi in Italia. Potete venire da me, vi aiuto a trovare anche dove potete reperire la documentazione, vi spiego cosa dovete fare, cosa dovete presentare e insomma vi accompagno in tutto questo iter del riconoscimento. Inviamo tutte le cose a Roma e teniamo anche i contatti con loro. Ci sono alcune colleghe di Roma molto disponibili, altri un po' meno, purtroppo. E, comunque esiste anche la possibilità per voi delle professioni sanitarie, non solo del riconoscimento di Roma, ma anche dell'equipollenza qui in Alto Adige. Solo però per i paesi per i titoli conseguiti nei paesi della cultura tedesca in Europa, Austria, Germania e Svizzera tedesca. Anche quello poi vi spiegherò come si fa quando volete farlo. È più veloce, per cui normalmente consiglio, se non siete infermieri, ma le altre professioni, di fare tutte e due le cose, perché tutti e due i provvedimenti, perché dovete portare la stessa identica documentazione, sia per l'equipollenza che per il riconoscimento a Roma, per cui basta una volta sola. Invece, per quanto riguarda gli infermieri e le ostetriche, che godono del sistema del riconoscimento cosiddetto automatico, per il riconoscimento di Roma servono meno documenti. Per cui. E poi vi dico un'altra cosa. Al momento, fino alla fine del 2025, esiste la possibilità di lavorare senza riconoscimento. Dovete però avere l'abilitazione nel paese in cui avete studiato. Allora, in Germania non esiste l'albo, per cui basta che abbiate il certificato di conformità alla direttiva dell'Unione Europea, per cui sappiamo che è il titolo che vale come
abilitazione, ecco, in tutta Europa. Invece in Austria, ad esempio, esiste il Gesundheitsberufe-Register e se siete iscritti lì avete la possibilità di fare una domanda al nostro ufficio per lavoro a tempo determinato o meno, insomma fino alla fine del 2025. Avete però bisogno di una lettera di interesse per lavorare. Sabes normalmente ve la fa. Ecco, questo è quanto. Potete venire da me quando avete bisogno. Grazie, grazie mille Elena per il vostro grande lavoro e supporto. Naturalmente, fatemi spendere una parola. Vi accompagneremo anche noi del team recruiting dell'azienda sanitaria, sempre di più e in maniera sempre più intensa per poter arrivare al contratto di lavoro. Quindi tutti i vostri bisogni che riguardano i documenti, il patentino, la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico, l'iscrizione all'ordine, bla 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 bla, noi saremo a vostra disposizione, quindi sfruttateci. Chiamiamo sul palco l'ultima collega, chiamo io, dottoressa Jutta Hueva, Ampio Anstellungen, Südtiroler Sanitätsbetrieb. Hallo Jutta. Danke Silvia. Ok, due parole anche da parte nostra. Noi siamo quelli che ci occupiamo delle assunzioni, in parole molto più povere siamo quelli che fanno il contratto di lavoro. Abbiamo un'organizzazione molto capillare a livello provinciale, quindi in ogni comprensorio abbiamo dei colleghi che vi possono aiutare, che sono lì per aiutarvi nella procedura di assunzione. E questi sono i contatti, magari ve li potete già tirare giù in modo tale che se avete bisogno in futuro sapete come trovarci. Quello che però è un'informazione importante che vi vorrei dare dietro già oggi è il fatto dell'importanza di due elementi, di due requisiti. Da un lato la dichiarazione di appartenenza linguistica, nel caso in cui non l'aveste ancora fatta fino adesso, di solito si fa quando si raggiunge la maggiore età, fatela adesso, perché se siete fuori da una certa fascia temporale, poi prende effetto solo dopo 18 mesi. L'altro elemento è l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca, anche questo per poi essere strutturati di ruolo, un elemento molto importante e credo che in questa fase, durante lo studio, sia ancora un momento molto valido, forse anche più facile a farlo adesso che non dopo, quando iniziate a lavorare. Comunque noi siamo disponibili, speriamo in futuro di fare tanti contratti di lavoro con voi che siete qui riuniti con noi oggi e per informazioni poi più di dettagli eventualmente ci vediamo fuori allo stand di informazione. Grazie e a presto spero. Vielen Dank Jutta, kannst auch hier gleich schon Platz nehmen. Wir starten jetzt mit der Fragerunde und darf hier das Podium noch vervollständigen, und zwar mit unserem Generaldirektor Dr. Zerza, Marianne Siller, Pflegedirektorin, und Herrn Dr. Günther Burger hier Platz zu nehmen. Wir haben die Kolleginnen im Publikum bereits hier bewaffnet mit Mikrofonen und ich darf Sie jetzt bitten, Ihre Fragen zu stellen. Non ci sono domande troppo semplici? Potrebbero esserci domande di semplice curiosità? Inizio io con le domande? Darf ich ohne Studientitel Anerkennung in Südtirol arbeiten? Wir haben gesagt ja. Ja und nein. Also, Sie müssen in dem Land, wo Sie einen Studientitel erlangt haben, befähigt sein, den Beruf auszuüben. Und dann, wenn ihr hier in Südtirol eine Arbeitsstelle findet, dann könnt ihr schon bis Ende 2025 arbeiten. Jetzt. Ihr müsst aber einen Antrag bei uns im Büro stellen, also bei uns im Amt,
Amt für Personalbildung und Beiträge im Gesundheitswesen. Nicht alle auf einmal, bitte. Trauen Sie sich ruhig. Nessuna domanda. Abbiamo trattato tutti gli argomenti. È impossibile. Tutto chiaro. Franco, vuoi fare tu una domanda? Appunto. Ma io spero e credo che abbiate così tanta voglia di scoprire cosa vuol dire lavorare veramente, per cui vi posso dire, anch'io sono entrato pochi anni fa nella sanità, da tutt'altro mondo, pubblico-privato, ed è un mondo che da fuori non si conosce così bene, ma è pieno di possibilità, quindi vi auguro veramente di vincere il timore, la paura di venire, perché c'è molto da fare, molto da crescere. Questo è il mio augurio a voi, sincero. Grazie Franco. Abbiamo una domanda. Grazie. Posso farla in italiano così? Assolutamente sì. Abbiamo parlato che per essere assunti bisogna avere il gruppo di appartenenza italiano, tedesco, ladino o extra. C'è una differenza di assunzione in base al gruppo di appartenenza oppure cioè questa è la domanda. Allora, le graduatorie concorsuali vengono formate in base, diciamo, al gruppo linguistico, ognuno si deve dichiarare appunto appartenente a uno dei tre gruppi e poi appunto si basa in base alla proporzionale linguistica, però quello che attualmente succede è che comunque c'è un certo fabbisogno per cui bene o male andiamo sempre ad esaurire le graduatorie. Poi ovviamente bisogna anche aggiungere che dipende magari un po' dai profili professionali. Sicuramente il profilo professionale dell'infermiera, che è quello, diciamo, non dico il principale, però sicuramente uno dove c'è sempre un grande fabbisogno, credo che è stata approvata proprio oggi la graduatoria concorsuale e inizieremo già ad attingere e quindi siamo contenti di avere insomma tanti candidati idonei che in parte lavorano già, però attingeremo poi da tutti i gruppi linguistici. Grazie, Jutta. Buonasera a tutti, io avrei una domanda come studentessa ostetrica e presso la Claudiana. All'inizio si è parlato appunto dell'aumento del Taschengeld per gli infermieri e volevo chiedere appunto perché solo per questa professione sanitaria e non per tutte le altre? Devo confessare che tutta la serata mi aspettavo questa domanda. Sì, esatto. Allora, il ragionamento che sta dietro a questa misura deriva un po' lontano, perché noi combattiamo da diversi anni e mesi la concorrenza da parte dell'Austria, no? Per quanto riguarda la formazione degli infermieri. E addirittura una misura che noi abbiamo avviato all'inizio, in cui praticamente abbiamo cercato di comprare, no? Addirittura dei posti presso l'Istituto di Formazione a Innsbruck, dove però con l'impegno che se tu finisci lì poi vieni a lavorare in azienda sanitaria per un certo numero di anni e quindi ti devi impegnare, che ci è costata anche abbastanza soldi, l'Austria si è inventato all'improvviso di dare a tutti gli studenti che fanno questa formazione sempre per infermieri, solo per infermieri, 600 euro al mese. Allora la Claudiana, ovviamente la nostra istituto di formazione, era in difficoltà, e quindi pressione anche da parte politica, ma soprattutto noi dovevamo inventarci qualcosa anche in accordo dal punto di vista politico tra i due assessori di rendere ugualmente attrattibile la formazione infermieristica presso la Claudiana. E quindi abbiamo deciso, visto che e poi si aggiunge addirittura che loro non pagano neanche l'iscrizione,
o comunque viene pagato. E siccome si tratta di questa professione, in questa professione abbiamo tante mancanze, quindi tanti posti liberi, ma questo, come ho detto all'inizio, non solamente in Alto Adige, ma anche in tutta l'Italia e in tutta l'Europa, ci siamo detti dobbiamo inventarci qualcosa per essere concorrenziali. E dal punto di vista normativo non potevamo andare su quello che facevano loro, a tutti diamo 600 euro al mese, ma avevamo la possibilità, lo strumento di aumento dell'importo per le ore di tirocinio, e quindi li abbiamo aumentati per 15 euro per questa professione. Noi nella delibera abbiamo scritto come progetto, questo non significa che la prossima, la futura giunta non può, no, adeguarlo anche alle altre, ma l'intento preciso è, visto la mancanza forte di questa professione anche gli studenti, e posso dire, qui c'è il Presidente, che questa misura, anche se arrivata tardi, ci ha permesso addirittura quest'anno la prima volta di avere un'inversione di trend e avere più iscrizioni come infermieri, come studenti della professione infermieristica, che gli altri anni, mentre tutti gli altri, almeno ho letto quello che hai detto tu, Klaus, c'è sempre ancora un trend negativo. Io mi sono guardato prima la tabella su fisioterapia, per esempio abbiamo 114, mi sembra, iscritti, che è molto di più di quello dell'anno scorso, quindi sulle altre professioni sanitarie. Questo non significa che contano di meno, no? Non è questo, diciamo, il messaggio. Però dovevamo cercare di equilibrare la concorrenza rispetto a quello che succede a Austria. Capisco che quello non soddisfa le vostre esigenze, ma vi posso promettere che la Giunta e il Presidente è molto attento su questa questione, e non significa che il prossimo anno, la prossima giunta, faccia un ulteriore passo anche per le altre professioni sanitarie. Però voglio anche aggiungere che Günther è già corso ai ripari. Se chi di voi inizia l'anno prossimo a lavorare, si troverà uno stipendio netto decisamente più alto, e non solo per gli infermieri, per tutte le professioni non mediche e sanitarie, e questo grazie a lui che ha veramente fatto un eccelso lavoro. E questo... Danke, Günther. Hier gibt es eine Frage. Buonasera, parlo anche a nome degli studenti della Claudiana di Infermieristica, sono al secondo anno, che mi hanno chiesto di fare questa domanda. E per quanto riguarda sempre la Taschengeld, sono, giusto per informazione, sono lordi, netti e, domanda inerente, retroattivi? Chiedo a nome degli studenti. Ma sinceramente non lo so, fino adesso come erano? Forse rispondo io. Sì, volentieri. Allora, la norma non è retroattiva come una norma, come le norme vengono applicate da ieri, dal 2 di ottobre, a tutti i tre anni del corso di laurea di infermieristica, quindi non solo ai nuovi iscritti, quindi copriamo tutta la fascia delle iscritte in infermieristica. E la retribuzione che ricevete è netta, nel senso che noi paghiamo 15 euro all'ora, e quindi se non avete altri redditi, se siete studenti veri, questi li portate a casa. Chiaramente chi ha invece altri tipi di redditi o di patrimonio è soggetto poi alla tassazione che vale per tutti noi a livello nazionale. Spero di aver risposto, non so se questa è la domanda. Prego. Grazie, dottor Bocchio, per averci tolto dall'impasse. Altre domande? Curiosità? Wie funktioniert das mit der Stammrolle? Also, weil im letzten Jahr hat es geheißen, man muss 18 Monate im Betrieb arbeiten, damit man die Stammrolle erhalten kann. Ist das nicht mehr so? Ist das... Das war das Stabilisierungsverfahren. Stabilisierungsverfahren war effektiv eine außerordentliche Bestimmung und
war eigentlich einmal vorgesehen. Im Normalfall soll man die Regel schauen und für sich die, dass man über einen öffentlichen Wettbewerb die Stammrolle beziehungsweise eben heute sagen wir das unbefristete Arbeitsverhältnis erlangt. Und was jetzt die Zukunft, ob das in Zukunft auch dann nochmals aufgewählt, also man nochmals Verfahren anberaumt werden, wissen wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht. Aber es ist ein Stabilisierungsverfahren, ist eigentlich die Ausnahme im Verhältnis zu den Wettbewerben. Der ordentliche Zugang für ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ist eben der öffentliche Wettbewerb und ist eigentlich auch von der italienischen Verfassung so vorgesehen und so geregelt. Danke, Jutta. In welche Bereiche darf man als Hebammen arbeiten und wie viele Plätze gibt es überhaupt für uns in die Krankenhäuser? Also, wir sind ja im stetigen Austausch mit den vier Bezirken. Wenn Sie mir jetzt genau die Unzahl fragen, dann muss ich leider Forfait geben. Wenn Sie mir dann schreiben, dann kann ich Ihnen die Stellen zur sorgen, die zurzeit in die Bezirke offen sein. Der klassische Einsatzbereich ist, denke ich, wenn man vom Krankenhaus unheben, der Kreis soll. Wir sind noch und noch dabei, ja, die Geburtshilfe als Abteilung dann dazu nehmen. In Bozen gibt es eine Ausnahme, die ein Hebammen-OB als solches betrifft, wo sie auch die Eingriffe im chirurgischen Bereich, also hebammenseitig assistieren und wo sie mitarbeiten können. Zusätzlich gibt es dann, denke ich, noch einen sehr großen Bereich, der ausgebaut worden ist mit rund um die Geburt. Wohnortnahe Versorgung, wo sie Familien, wenn sie aus dem Krankenhaus mit dem Kind entlassen werden, die Eltern auch zu Hause oder im ambulanten Setting im Gesundheitssprengel betreuen können. Und durch BNR, Europäische Wiederaufbauplan, gibt es dann noch zusätzlich Möglichkeiten, wo jetzt die Beratung von Frauen in die Wechseljahre oder im Jugendalter bei der Familienplanung umgeht. Ja, da sind wir im Aufbau und Ausbau in der Hoffnung mit Ihnen zusammen. Danke, Marianne. Guten Abend an alle. Ich studiere Soziale Arbeit in Brixen. Und jetzt ist ganz viel über Pflege gesprochen worden und Sozialassistenten arbeiten ja im Krankenhaus. Und meine Frage war jetzt, was eine Sozialassistentin, als sie den Bachelor abgeschlossen hat und zudem auch die Staatsprüfung bestanden hat, Nettogehalt im Krankenhaus verdient. Wer möchte? Die Einstufung ist die von den Bachelor-Studiengangsabgängerinnen und als solches als 7 Ter eingestuft im Arbeitsvertrag und der Nettolohn ist am Anfang identisch, wie das, was ich vorhin gesagt habe. Hallo, ich habe gleich ein paar Fragen. Einmal ist im Nettolohn die Zulage für die Zweisprachigkeit B2 bereits einberechnet oder nicht? 50 Euro Unterschied netto ungefähr. Also von 1850 bis 1900 Anfangslohn ist der Unterschied die Zweisprachigkeit. Und am Anfang wurde gesprochen von Investment for the Future, viel Weiterbildung. Das bedeutet, wenn ich einen Masterabschluss mache oder mehrere Masterabschlüsse, werden mir die finanziell angerechnet oder bekomme ich immer gleich viel Geld? Das ist momentan abhängig von den Bereichen, in denen Sie arbeiten. Es ist kein Automatismus, dass man mit einem Master auch ein höheres Gehalt gibt. Zukünftige Verträge wollen das berücksichtigen. Momentan ist es noch nicht.
Wir haben einen bestimmten geringen Fonds, momentan relativ geringen für einige Master in einigen Bereichen, die wir sponsern. Aber das ist nur eine Übergangsregelung, wenn ich richtig liege. Das kommt aber, dass die Sanitätsberufe in verschiedene, im Italienischen sagt man Fasche oder Ebenen, Gehaltsebenen eingestuft werden können, auf der Basis der Kompetenzen, die vorhin der Kollege Kirchlechner erklärt hat, dass es möglich ist, eben durch Master- oder Spezialisierungskurse verschiedene zusätzliche Kompetenzen zu erlangen und dadurch dann auch eine Gehaltsaufbesserung ermöglicht wird. Dazu braucht es aber noch eine ganz große Regelung, die momentan fehlt. Denn wenn das ein Automatismus ist, dann würde das Studium reichen, um mehr zu verdienen. Das ist natürlich bei uns dann auch abhängig, wo ich arbeite. Ich kann nicht nur spezialisiert sein, ich muss auch den Bereich arbeiten, der spezialisiert ist. Es ist heute in der Pflege aber so, dass Pfleger potenziell überall arbeiten können und es momentan auch keine Bedingungen gibt. Ich kann dort nur mit der oder der Weiterbildung arbeiten. Wir lassen alle überall theoretisch arbeiten. Und wenn natürlich solche Regelungen kommen, wird man auch sagen müssen, okay, du kannst mehr verdienen mit einem Master in, was weiß ich, Notfallwesen, aber nur im Notfallwesen. Sobald du dir das anders überlegst und möchtest als Pfleger woanders arbeiten, ändert sich das dann auch wieder. Und das ist alles noch zu regeln und not so easy für uns. Bei Fachärzten ist das eine andere Angelegenheit. Pflegeberufe sind sehr universell. Ich glaube, wenn man da noch etwas dazu sagen kann, ich habe vorher geredet von der horizontalen Karriere. Horizontale Karriere heißt, ich verdiene oder ich habe ein bisschen mehr Anerkennung, weil ich eine gewisse Kompetenz ins Spielfeld bringen kann. Wie der Kollege Frank gerade erst gesagt hat, natürlich, wenn ich einen Master in Pädiatrie habe und in Orthopädie mit Erwachsenenarbeit, dann wird das momentan absolut nicht anerkannt. Andererseits aber Masterausbildungen oder Schutzspezialisierungskurse sind genau die Kompetenzaneignungen, die danach helfen, gewisse Positionen auch hineinzuhaben. Sprich zum Beispiel eine Stabstelle. Wir haben Stabstellen, die sind weder vertikal noch horizontal genau angesiedelt. Eine Stabstelle ist eigentlich, in Italienisch sind es die Position, die Organisative, die eigentlich die hierarchischen Entscheidungen oder die Entscheidungen von Führungskräften durch Fachkompetenz mit gestalten bzw. beeinflussen. Das sind alles Positionen, die momentan in der horizontalen Karriere, vor allem momentan im Vertragsbereich ausgebaut werden, aber natürlich in Zukunft ermöglichen auch jetzt rein von wirtschaftlichen gesehen Zusatzentlohnung zu bekommen. Okay, danke. Also automatisch geht es dann auch nicht, wenn wir das Register an Möglichkeiten erweitern, sondern in der Regel sind das Ausschreibungen, an denen Sie dann teilnehmen und wo Sie mit anderen Kandidaten zusammen ein Auswahlverfahren durchmachen und der oder die Besten dann die Stelle kriegen. Danke. Guten Abend, ich werde demnächst an der Claudiana abschließen, Studiengang Krankenpflege. Und meine Frage lautet, falls ich im Ausland, zum Beispiel in der Schweiz, ein Master absolvieren möchte, wird das dann hier in Südtirol anerkannt? Also bezüglich Master, Fachlaureate haben wir Schwierigkeiten, was die Anerkennung angeht. Ich denke, wenn es jetzt darum geht, Führungsaufträge zu erreichen, das heißt Laurea Specialistica, Fachlaureat oder Forschungsdoktorat, dann müssen Sie das über eine italienische Universität anerkennen lassen, damit Sie dann bei den Wettbewerben mitmachen können. Nessun'altra domanda? Magari vi viene in mente qualcosa nei prossimi minuti. Nel frattempo posso riassumervi gli info point che stanno alle vostre spalle. Gli info point saranno in rappresentanza degli ordini professionali, delle dirigenze tecnico-assistenziali, dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige.
un info point sull'ufficio assunzioni e un altro info point che sarà occupato dalla collega Elena Kostner per chiarirvi tutti gli aspetti del riconoscimento del titolo e dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio della professione. Quindi direi che la parte frontale, forse un po' più noiosa, è terminata. Do la parola a Christoph per due indicazioni operative e un paio di richieste. Genau. Zunächst Info bezüglich der Lanyard, die Sie erhalten haben. Also es gibt einen QR-Code für die Initiativbewerbung und einen QR-Code für das Feedback. Wir würden Sie bitten, das Feedback unbedingt zu geben. Es ist für uns immer ganz wichtig, die Rückmeldungen der Studierenden zu erhalten, damit wir auch für die weiteren Veranstaltungen auch optimieren können. Das wäre ganz wichtig. Sie haben alle Materialien erhalten. Ich hoffe, heute hat niemand mitgeschrieben. Das wäre umsonst gewesen. Also auf dem USB-Stick, oldschool-mäßig. Oder sonst ein Flyer mit dem QR-Code, wo Sie alle Materialien herunterladen können. Und das wär's unsererseits. Ganz herzlichen Dank für Ihr Erscheinen, liebe Studierende der Gesundheitsberufe. Natürlich herzlichen Dank auch hier ans Podium für eure wertvollen und interessanten Beiträge. Ganz herzlichen Dank, last but not least, der Technik. Ja, Silvia, du schließt ab als meine Chefin. Audio, musica, video fantastici, grazie mille. Grazie anche allo staff della direzione tecnico-assistenziale, al team recruiting, team welfare dell'azienda sanitaria. Bando alle ciance, andiamo a bere l'aperitivo. Ci vediamo di là.